Yo, servus Leute, willkommen zur Partie Galatasaray gegen Real Madrid. Ja, Viertelfinal-Rückspiel am Dienstagabend empfängt im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League der amtierende türkische Meister Galatasaray den amtierenden spanischen Meister Real Madrid. Ja, das Hinspiel vor einer Woche im Estadio Bernabéu. Ja, gewann die Madrilenen souverän mit 3 zu 0 und haben vor dem Rückspiel beste Karten auf den Einzug in das Halbfinale. Nach der deutlichen Niederlage in der spanischen Hauptstadt gratulierte Galatasaray-Coach Terim dem Gegner zum Sieg, holte aber nach dem Spiel zum Rundumschlag gegen den Schiedsrichter der Partie Sevin Otvar raus. Ja, der strittige Szenen nicht geahndet hat, beziehungsweise hat sie geahndet, bloß als Schwalbe, der Elfmeter, hätte man meiner Meinung nach durchaus geben können, stattdessen gab es eine, ja, gelbe Karte für eine Schwalbe, zweimal Handspiel hat man nicht gesehen, hat doch weiterspielen lassen, ja, der Coach José Mourinho, der Madrilenen, warnt jedoch, sich schon zu sicher zu fühlen und zu weit aus dem Fenster zu lehnen, er sagt auch, ich habe im Fußball schon so viel unglaubliche Dinge erlebt, dass mich nichts mehr überraschen kann. In Istanbul ist es sehr schwer zu spielen. Sie werden gegen uns alles geben. Ja, wir müssen auch dieses Spiel seriös angehen. Das ist die einzige Möglichkeit, um weiterzukommen. Ja, anders als noch im Hinspiel hat die UEFA diesmal mit dem Franzosen Lannoy einen sehr erfahrenen Schiedsrichter für die Partie angesetzt, der schon 2006 in verschiedenen internationalen Wettbewerben und neben der Champions League sowie Europa League bei den Olympischen Spielen 2008 sowie der WM 2010 und der EM 2012 gepfiffen hat. Ja, dann kommen wir auch gleich mal zum direkten Vergleich. Der 18-fache türkische Meister ist der erfolgreichste türkische Verein und liegt aktuell auf Platz 44 des UEFA-Rankings. Die Löwen gewannen bisher als einzige türkische Mannschaft einen Europapokal. Im Jahr 2000 gewann man den UEFA-Cup. In der Saison darauf 2001 den UEFA Supercup gegen Real durch einen Doppelpack von Mario Jardel mit 2 zu 1. Für Real hatte die Legende Raúl González getroffen. Ja, der 32-fache spanische Meister ist der erfolgreichste Fußballverein der Welt. Die Königlichen gewannen die Champions League vor 92 Europapokale Landesmeister insgesamt 9 Mal und damit so oft wie kein anderer Verein auf der Welt. Ja, und aktuell liegt Real Madrid auf Platz 3 des UEFA-Rankings. Inklusive des Hinspiels in der vergangenen Woche trafen beide Vereine bislang 4 Mal aufeinander. Die Bilanz ist ausgeglichen. Beide Mannschaften feierten jeweils 2 Siege. Es gab noch keine Unentschieden in diesem Duell. Ja, mein Tipp: Galatasaray wird vermutlich versuchen, mit einem furiosen Beginn ein Tor zu erzielen, um nochmal Hoffnung zu schöpfen. Dabei wird man auf eine gewisse Eigendynamik des Spiels hoffen. Realcoach José Mourinho kennt den Gegner und seinen Freund und Trainerkollegen Fatih Terim jedoch sehr gut und wird sich und seine Mannschaft bereits darauf eingestellt haben. Ja, wir warten auch im Rückspiel einen Sieg für Real Madrid, der diesmal aber knapper ausfallen wird. Ja, da man sich eben schon die gute Ausgangslage geschaffen hat und ich denke, dass man da dann nochmal Vollgas gibt. Wir warten auch im Rückspiel einen Sieg für Real Madrid. Ja, mit dem besseren Einzelspieler und auch der größeren Erfahrung werden sich die Königlichen im Viertelfinale durchziehen und zum verdienten ins Halbfinale einziehen. Real Madrid ist schlicht und einfach noch eine zu große Nummer für den türkischen Meister, der sich auch glücklich schätzen kann, überhaupt im Viertelfinale zu stehen. Das ist schon eine sehr große Leistung. Ja, und Real Madrid gehört für mich auch zu den Titelanwärtern im Wettbewerb. Somit auch verdient die hohe Quote für Galatasaray mit 5. Unentschieden könnte man vielleicht tippen mit 4. Real Madrid hat auch eine sehr hohe Quote eigentlich. Für Madrid 1,85 bei Interwetten. Ja, gut. Dann war es das auch von meiner Seite aus. Alles in allem würde ich sagen, Real Madrid gewinnt das Ding und zieht somit verdient in das Halbfinale der UEFA Champions League Saison ein. Ja, servus Leute, das war es dann von meiner Seite aus.